Und willkommen zurück. Jo, hier oben hatten wir ja Rot. Dann nehmen wir natürlich eine andere Farbe. Immer grün. Und fetzt auch. So. Gehen wir hier hinten lang, hier unter lang? Geht das? Gehen wir da nur hin? Nee, das gehen wir nicht hin. Direkt hier vorne durch. Hier, guck mal. Oder wir gehen unter Tage. Gucken wir gleich mal. Aber irgendwie müssen wir die ja sowieso hier anbinden. Das können wir auch schön machen. Müssen wir halt noch ein bisschen ausschmücken hier, aber das funktioniert dann schon. Sehr schön. Wir brauchen dieser Gerät. Grüße. Ich möchte gerne so einen Kreis hier nochmal rumziehen. Vielleicht da hinten nochmal runter. So ist mein Plan erstmal. Ich werde jetzt mal die Grundsteine dafür legen. Okay. Dahin. Ah, kommt gleich 100% hier. Naja, erstmal schön am Terraform. Hätten wir das? Weg. Maximale Breite. Und jetzt. Jetzt mal gerade, den gehen wir schon mal weg von der Seite. Können noch ein bisschen. Den können wir noch gerade gehen. Und dahin. Das wird schon so einen kleinen Schwung reinkriegen. Dann gucken wir mal an, was wir da so für uns, was wir uns für Tiere holen. Oh Gott. Wortfindungsstörung kann ich sehr gut. Kontinent. Südamerika. Jaguar. Waschbär. Nee, wir holen uns eine Jaguar. Jetzt zieht ein bisschen Leute. Wahrscheinlich 1 zu 1, ne? Ja. 3 Meter hoch. Gut. Ist doch alles da. Ja, dann nehmen wir dich. Und dich. Ja, dich haben wir leider nicht mehr, aber ist okay, dann nehmen wir halt dich. Ist ja kein Beinbruch.
Machen wir hier jetzt was. Ich glaube, wir nehmen erstmal was, was keine hohen Mauern hat. Oh, das wäre erstmal sinnvoller. Ich glaube, das kommt besser. Tapir. Nehmen wir Tapire. Gut. Haben wir. Dann fangen wir damit erstmal an. Die brauchen auch nur eins. Grad zwei. Sollten wir, glaube ich, hinbekommen. Hier. Was passt denn zu Südamerika? Kann man die auch noch einfärben? Nee. Sämblich passt aber. Zwei. Okay. Will doch nur ziehen. Ach, hier. Ja, mein Kopf war gerade ein bisschen out of order, aber ist okay. Wir gucken mal, ob wir das irgendwie noch ein bisschen. Wir sollten trotzdem Holz nehmen, oder? Ich sehe das hier gerade. Weil so mehr Holz. Ich glaube, Welblich ist mehr Australien. Ändern. Erstmal ziehen wir die Gehegegrundform und dann wird das schon irgendwie passen. Rum und dann einen Meter senken. Geht das oder geht das nicht? Oder Holz. Einmal rum. Ich glaube, Holz passt hier besser. Holz sieht ganz gut aus. Ja, das geht besser. Definitiv. Gut, hätten wir das. Okay. Tapir. Hier haben wir. Und das nennen wir jetzt Tapir. So, braucht ein Tapir Wasser. Ja, ein bisschen. Das kriegen wir hin. Aber eventuell schon Wasser hier? Nee, ne? Nicht so ganz. Nicht so ganz. Ich glaube, das ist eher das geringere Problem, was wir haben. Oh, oh. Der Ansturm läuft. Negativen Einfluss haben wir hier nicht. Das ist schön. Strom. Ah. Hier ist noch nichts drin. Okay. Gelände. Natürlich. Will ich das hier schon weit in der Ecke setzen? Ja, dann der Ecke hier. Ja, hier machen wir es hin. Das ist gut. Das gefällt mir. Ich werde mal mehr Besucher. Okay. Gut. Eieieiei. Okay. Gehegeeinrichtung. Art Tapir.
glaube unter M stand das. Mittelamerikanisches Tapir. So, wir brauchen einen Schlafplatz. Ein bisschen. Ja, das können wir so setzen. Können wir nicht durch. Oder setzen wir das noch ein Stück hoch. Noch ein Stück runter. Wir machen das echt so. Jetzt gucken wir uns den gleich an. Gut. Wasser haben sie, das ist okay. Butter. Bei Tapir, ne? Ich kann keinen riesen Kolosser hinzimmern. Das macht keinen Sinn. Okay, jetzt Spielzeug. Können wir das eventuell... eigentlich das Gehege. Ja, passt gerade so. Das ist gut. Das ist gut, ja. Wo haben wir stehen? Ach, hier. Wir müssen halt auch eine Tür mal reinbauen, ne? Und das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Helfen. Machen wir ein bisschen anders. Und schon haben wir eine schwimmende Ente. Sehr gut. Nee, oder Wasserfutter brauchen die nicht. Sehr gut. Das dahin. Müssen ja eh noch einen neuen Arbeitsbereich deklarieren. Was haben wir dahin? Das ist schon sehr mächtig, ne? Denk mal, wir hätten jetzt das Grobe, hätten wir jetzt alle schon fertig. Gut, dann deklarieren wir gleich mal einen neuen Arbeitsbereich. Gelastet, ne? So. Eingangsbereich, wir nennen das einfach mal Kreis 1. Ring 1. Hm. 1. So, neuer Arbeitsbereich. Ja. Ring. Gut. Das. Das. Und Mitarbeiter. Zuflieger. 1, 2, 3. Die Pflege 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und das geht so weiter. Käufer brauchen wir nicht. Tierarzt. 1, 2, 3. Ausbilder auch 3. Gut. Mitarbeiter. Medizinisch.
10 nicht zugewiesene Mitarbeiter. Gut. Die werden jetzt Ring 2 zugewiesen. Das wird jetzt ihr Job werden. Ja, gut. Dann holen wir die Tiere mal rein. Papier. Dann passen wir das Gelände noch ein bisschen an. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Habe ich ein Handelszentrum jetzt hier? Oder? Ja, Handelszentrum. Das Handelszentrum. Okay. Wir brauchen noch ein bisschen Bildung. Gut. Ab hier. Oh, hier steht er jetzt hier rum. Den Zoo ja komplett voll machen mit Leuten. Sehr schön. Gut. Ah, 100%. Ja, noch mal. Tanzen. Ich mache jetzt erstmal den Boden. Dann fangen wir mal schon mal an. Landgrub. Kleiner noch. Oh ja. Ah. Noch kleiner werden. Nee, auf 2. Gut. Hier so ein bisschen das Gemüse noch reinziehen. Ja, das wird besser. Tapire eigentlich schwimmen. Ich weiß es gar nicht. So. Sagen an diesem Punkt machen wir beim nächsten Mal weiter. Bis denn. Ciao.